YouTube. Heute machen wir eine Album-Review, genau, zum Lang lebe Asche Infinity. Also natürlich das Hauptalbum Lang lebe Asche. Also wirklich, was war das bitte schon für ein Album? Richtig krass. Also wirklich, man kann da nur positive Worte aussprechen. Natürlich, die Promophase hat sich verzögert. Ging schon ziemlich lang, aber es hat sich gelohnt. Das Warten hat sich wirklich gelohnt, denn uns wir kriegen dafür 35 Songs, 1 Stunde 40 Minuten. Aber wirklich, das ist zu geil. Also 1 Stunde 39, wenn man es genau haben will. Aber Junge, dann noch, das war ja nicht alles. Dann gab es noch die Langlebe Asche Infinity EP. Das sind auch nochmal 32 Minuten. Also, wow. Junge, Junge, das ist krass. Da kommen wir einfach mal auf 2 Stunden 10. Also wirklich, vor allem was für Songs da drin sind. Gehen wir mal wieder zurück zum Hauptalbum. Lang lebe Asche, also ich finde Gehenorm richtig geil, K.O. richtig geil, Better Have Money richtig geil, POV mit Kelly auch sehr, sehr geil. Also ich finde vor allem Kelly ist so, die Stimme ist cool und sie ist eine gute Rapperin. Sie sieht nicht nur gut aus, sie rappt sogar gut. Also ich feiere ihr Style und die ist sogar meine Landsfrau. Gleiches Land, sie ist ja auch Kurdin, genau, ich bin Kurde. Also sie hat echt Talent, ich glaube, sie wird in naher Zukunft auch rasieren und nicht nur, weil sie jetzt Landsmann ist, darauf scheiße ich, um ehrlich zu sein, aber die hat wirklich was drauf. Turbulenzen finde ich geil, Johnny Cage auch sehr, sehr geil, vor allem ich fand es so witzig mit seiner Tochter, wo sie halt einen Part gesagt hat, also fand ich sehr süß so, die Tochter mit hineinziehen so, also nur damit ich es sage, finde ich halt eine schöne Sache, genau. Tior Dollar sein, genau, auch sehr, sehr stark. Kommandant, sehr geil. RSQ8, sehr, sehr geil. Der hat ja jetzt sich einen RSQ8 geholt, sei ihm gegönnt, vom Herzen. Bester Mann. Also wirklich, Asche, den gönnt man wirklich alles. Der ist sehr sympathisch, der Mann. Der Einser. Toleranz, Zero, sehr, sehr stark. Rotank, mega geil. Vor allem diese Leon Edwards Szene, wo Pound for Pound, Headshot, Dead. Richtig geil, Gänsehaut pur. Savage finde ich geil. Dominant, sehr, sehr geil. Rolling Stones mit einem Boss, auch sehr, sehr geil. Born Poor the Rich, sehr geil. Rap wieder hart, ach du Scheiße, zu geil. Achilles, Herkules, auch sehr, sehr geil. Baklava, Baklava, sag ich, Balaslava, Balaklava, ach, keine Ahnung. Trinity mit Robbie Banks und Kolle, auch sehr, sehr geil. Trauma mit PA Sports und Fahrt, auch stark. Dead President, sehr geil, Alter. Junge, Junge. Was hat der Boss gerappt von? Wenn ein Hurensohn fällt, wenn ich Shindy klatsch. Junge, so geil. Never Give Up, auch sehr, sehr geil. Also wirklich, ich kann jetzt alles aussehen. Also die Disc 3 ist, glaube ich, fein von jedem 3 EP, genau, auch sehr stark. Das 4, auch eine EP, die, keine Ahnung. Genjutsu, sehr geil. GMB, geil. Tokyo Nights, sehr, sehr geil. Sterne, also so melodisch, also feiere ich einfach. Das kann der Asche ja und hat er auch bei Lara Deutsch wieder gezeigt. Also wirklich, das Album ist für mich persönlich eine 10 von 10. Also ihr, da, glaubt mir, hört euch das Album von Anfang bis Ende an und ihr werdet, also da ist so viel Abwechslung drin, es wird einfach nicht langweilig. Da ist immer für Abwechslung gesorgt und monoton ist es auch nicht und einfach die Songs sind einfach geil. Da hast du echt Lust oder das Verlangen, ins Octagon zu gehen und mal ein paar Fressen zu polieren. Also wirklich, der Asche, vor allem das Cover, das ist so geil. Der Boxinhalt war geil. Also sehr gelungenes Album, Lang lebe Asche. Ja, Mann. Für mich stand jetzt das beste Asche-Album, aber das wird sehr, sehr schwer sein, das zu überbieten. Also wirklich, was uns der Einser da gezaubert hat. Einfach geil, vor allem Bulletproof, genau, hier ist es ja. Das höre ich mir die ganze Zeit an. Also wirklich, das ist einfach Ohrwurm, sein Vater. Aber das ist ein anderes Album, das ist bei Lang lebe Asche Infinity, genau. Da gehen wir mal hin. Ja. Auch jeder Song ein Hit, also mir fällt es sehr schwer zu sagen, dass es einen Song gibt, wo ich nicht feiere, aber ich muss sagen, jeder Song ist geil von Asche, also wirklich, das hatte ich noch nie bei einem Rapper oder halt doch bei Kolle und Farid auch, ja, aber jetzt nicht so, ne, oft ist das halt sehr selten der Fall, aber Junge,
Geil, da wäre ich nicht enttäuscht, richtig geil. Bin mal echt gespannt, was noch in Zukunft passieren wird, ob NBK 2 dann kommt oder, keine Ahnung, ein JBG 4 mit Asche. Ja gut, JBG 4, mal schauen. Das würde ich mir schon mit Kolle und Farid nur wünschen, ist ja klar. Sie haben ein Collabo-Album, wo nur die zwei am Start sind, aber vielleicht kommt auch was anderes, keine Ahnung. Ja, Mann. Also Leute, das war's vom Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, wie euch das Album gefallen hat und wie ihr die Promophase von Lang Lebe Arsch fandet. Höchstwahrscheinlich auch lang, aber es hat sich gelohnt. Ne? Das Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr die Box geholt habt und ob ihr zufrieden seid mit der Boxinhalt. Mit dem Boxinhalt, genau. Weil bei gewissen anderen Rappern, naja, Boxinhalt ist vielleicht da, aber die Produkte sind falsch. Und ich rede von Bushido. Ja, Bushido, gut. Das war ja auch klar. Also Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, habt noch einen schönen Tag, einen Abend oder einen schönen Morgen, je nachdem, wann ihr schaut. Das war's von mir. Macht's gut und Peace.